Der Kater, der nicht weiß, dass er blind ist. Ich habe eine kleine Geschichte letztens gelesen, da ging es darum, dass ein Mann einen Kater hat und der Kater wurde blind geboren. Und der Kater hat aber kein Problem daraus gemacht, dass er blind ist, sondern er kannte es nicht anders. Er hat also nichts zum Vergleichen gehabt. Und die äußere Situation, so wie sie war für ihn völlig in Ordnung. Er war im Frieden mit sich selbst und er hat sein Leben genießen können. Und nur der Fakt, dass er gewusst hätte, eventuell, wenn er es später erblindet wäre, dass es auch anders ist, hätte ihn in ihm einen Widerstand hervorgebracht, der ihn sein ganzes Leben lang unglücklich gemacht hätte. Und das ist es, was wir eigentlich sehr häufig machen. Wir haben also im Kopf etwas oder ein Bild davon, wie etwas zu sein hat, und immer wenn unser Leben davon abweicht, fühlen wir uns schlecht und vergleichen uns. Und woher kommt dieses Bild? Das Bild wird uns durch Eltern, Medien, Schule, Freunde, Familie und so weiter eingetrichtert, weil es so ein gesellschaftliches Bild ist, was einfach so zur Normalität geworden ist. Und wir versuchen uns unser ganzes Leben, versuchen wir uns damit zu vergleichen und versuchen uns an dieses Idealbild heranzutasten, aber erkennen nicht, dass es ein Idealbild von äußerer Form ist. Und äußere Form ist nie beständig, sondern vergeht immer wieder. Das heißt, wir stürzen uns vom Glück ins Unglück und vom Glück ins Unglück. Und was hilft ist, zu sich selbst finden. Und dieses zu sich selbst finden kann man am besten machen, wenn man in die Natur rausgeht. Warum? Weil wir die Natur nicht bewerten. Die Natur ist so, wie sie ist. Wir bewerten keinen Baum oder eine Blume, sondern wir nehmen diese Natur so, wie sie ist. Menschen und Dinge und politische Entscheidungen und alles drumherum, wo wir ein Idealbild vorgegaukelt bekommen, das beurteilen wir. Da machen wir ein Problem draus. Entweder weil wir nicht so gut sind wie die anderen oder weil diese Entscheidung angeblich Schwachsinn ist oder weil wir besser sind und andere dann minderwertig sehen. Also wir machen immer ein Problem draus, beurteilen und können also nicht auf einer echten Basis mit diesen Dingen und diesen Menschen umgehen. Ganz im Gegensatz zur Natur. Wenn wir in die Natur gehen, lernen wir wieder Dinge nicht zu beurteilen. Und wenn wir Dinge nicht beurteilen, dann bewerten wir sie auch nicht. Und wenn wir Dinge nicht bewerten, dann nehmen wir sie so, wie sie sind und können natürlich aus unserem tiefsten Inneren heraus mit diesen Dingen auf echte Weise kommunizieren. Und das ist es, was Liebe, was Frieden hervorruft und was tiefe, auch menschliche Bindungen zulässt, ohne Drama, ohne Hass, ohne Groll und einen ermutigt, auch vollständig authentisch und kongruent zu sein mit seiner Umwelt, weil man keinen Erwartungen zu entsprechen hat. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.